Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei The Beast Inside, wo es weitergeht hier in Marias Haus im Sumpf. Ja, wo es jetzt heißt, nach Hinweisen zu suchen, damit es hier weitergeht. Okay. Ha, die Tage der Heiz sind gezählt. Sie werden es doch bereuen, dass sie zu knauserig waren, um mir ein paar lumpige Dollar zu zahlen, als mein Mann das Zeitliche gesegnet hat. Und ich habe hier nicht einmal viel Geld verlangt. Ich bin ja eine einfache und bescheidene Frau. Ich habe keinen Penny gesehen, obwohl die Familie schon seit langer Zeit tief in meiner Schuld steht. Seit damals, als dieser alte Drecksack, der Vater des alten Hyde, mich so hart geschlagen hat, dass ich eine Fehlgeburt erlitt. Oh nee, oh, was ein Arsch. Heute kommt der Detektiv vorbei und ich werde ihm ein schönes Liedchen trällern. Er spürt auch, dass die Hydes eine hinterhältige Sippe sind und ich werde ihm den Beweis dafür liefern. Ich danke dir, oh Herr. Okay, dritte Notiz der Frau im Sumpf. Ich bin langsam ganz durcheinander. Hat mein Großvater Maria wirklich etwas angetan? Ist das der Grund, warum sie so schlecht auf unsere Familie zu sprechen war? Sie sagte, dass sie alles erzählen würde, doch hat bis jetzt noch keinerlei handfesten Beweise vorgelegt. Hat sie wirklich gesehen, wie mein Vater umgebracht hat, oder hat sie sich alles nur ausgedacht, um meinen Vater zu ruinieren? Es gibt ja immer noch so vieles, das ich nicht weiß. Ja. Das ist verschlossen. So. So, aber hier. So langsam kann man nicht mal alles öffnen. Habe ich so das Gefühl. Okay, aber hier ist nichts. You! How dare you come here? Go away in the name of Christ be gone, Satan! Eigentlich will ich dir doch nur helfen. I should look for some kind of written record. Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. Okay. Er hat mir keinen Penny gegeben, dieses elende Geizhals. Und er hat mir dann auch noch diesen Richter auf den Hals gehetzt. Der kam hierher und sagte mir, wenn ich nicht aufhören würde, sie zu belästigen, würde ich mein blaues Wunder erleben. Was soll ich nur tun? Der alte Säufer, mein Mann, möge er niemals in Frieden ruhen, hat einen Vertrag unterschrieben, in dem er jeden Anspruch auf Schadensersatz abgetreten hat. Wahrscheinlich für ein paar Flaschen Schnaps, wie ich ihn kenne. Wenn sie mir Angst einjagen wollen, dann sind sie mir bei mir an der falschen Adresse. Hab den Richter gesagt, dass ich alles weiß, dass die Explosion in der Mine ein kaltblütiger Mord war und dass die Hydes nie aufhören, Intrigen zu spinnen und andere Leute zu betrügen. Ich habe nie vergessen, was Jacobs Vater mir angetan hat und verstehe jetzt, dass Jacob noch tausendmal schlimmer ist als er. Der Richter hat mich nur ausgelacht, doch so einfach kommt er mir nicht davon. Okay. Mein Vater dieser Frau nicht nur keinerlei Entschädigung zukommen lassen, er hat auch noch Norton dazu angestiftet, sie zu schikanieren. Kein Wunder, dass wir in dieser Gegend mehr Feinde als Freunde und Nachbarn hatten. Okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie Sneaky Mac Sneak Sneak. You will not escape the Lord's punishment. Your sins will be revealed. Thou knowest what they have done. Und hier durch. Evil, Lord, give me salvation from their evil, for you know what they have done. For we are. Kann ich hier ausmachen? Wir sind an, ne? Because I am here and I can see it. I can see them all. I can see, I know what's going on and they don't know it.
Au, au, au. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ein Rosenkranz, jemand hat den kaputt gemacht. Jemand hat versucht, sie mit diesem Rosenkranz zu erwürgen. Steal it from her. Ja. Sneaky Mac, sneak, sneak. An die Mutti ran und Schlüssel holen. Erste Notiz der Frau im Sumpf. Mögen diese verdammten Heiz in der Hölle schmoren. Was für eine niederträchtige Familie. Heilige Mutter Gottes, nur du kannst mein Leid verstehen. Ich wollte immer eine gute Person sein, die niemanden ein Leid wünscht. Aber ich bin nicht barmherzig genug, um diesen Hurensöhnen auch noch die andere Wange hinzuhalten. Nach der Explosion in der Mine, bei der mein Mann, der Trunkenbold, verschüttet wurde, habe ich nur an einer klitzekleinen Entschädigung gefragt. Und was habe ich bekommen? Nichts. Ich wusste nicht, dass mein Vater... Entschuldigung, ich wollte gerade nur lesen. Hey, alles cool? Easy peasy? Mutti? Die Lampe kannst du ja auch nicht ausmachen, ne? Das heißt, ihr den Schlüssel mopsen. Weißt du? Verfallene Hütte. Alles im Eimer. Mitten im Sumpf. Im Nirgendwo. Hat noch nicht mal WLAN oder so eine Scheiße. Aber das Schloss hier ist natürlich hochwertig. Vom Allerfeinsten. Die da jetzt fest. Ernsthaft, backt die da jetzt fest. Irgendwie habe ich gerade ein Flashback, ne, an Mama Baker. Ja, Marguerite. Das war auch so eine Scheiße, ey. Ich klaue mir deinen Schlüssel. Guck mal, vor die Sturmfrisur. Ein alter, durch die Feuchtigkeit verrosteter Schlüssel. Hoffentlich gelingt es mir damit noch ein Schloss zu öffnen. Welches Schloss? Gebet. Wiegt euch nicht in falscher Sicherheit, Gott wird euch strafen. Ihr seid nichts
als meine Abschaum, doppelzüngige Schweinehunde, Verräter, Gauner und Geizhälse. Gott wird euch strafen und möge der Richter gemeinsam mit dem Halstod umfallen, möge ihrer ganzen verfluchten Familie siebenfacher Vergeltung zuteil werden. O Herr, strafe sie mit einem Fluch, so wie du es mit Kain getan hast. Mögen sie und ihre Kindeskinder für das bezahlen, was im Blackstone geschehen ist. O Herr im Himmel, bringe ans Licht, was sie in der Dunkelheit getan haben. Okay, Maria war eine Fanatikerin. Wenn ich daran denke, was in so einem Besuch ist, frage ich mich, ob sie mit ihren Gebeten nicht Gott, sondern den Teufel selbst angefleht hat, um es zu bestrafen. Bestimmt. So, was nun? Hier geht's nicht weiter. Ist alles scheiße. Muss ich wieder zurück? Ich weiß es doch nicht. Die backt da immer noch rum, okay. Ist ja die Sache, wo die Tür ist. Wo ich durch muss. Hier leuchtet die Tür. Patrone mitnehmen. Ich hoffe, der speichert auch brav. Das richtig ist. This must be the way out. I should search the house and find the remaining notes before I get out of here. Okay. Natürlich. Ist ja auch nicht so, dass du hier irgendwie dezent Stress am Start hast. Schweige denn die Mucke, ne? Okay, also muss ja noch irgendwas zu finden sein. Und dann zieht's noch. Nur wo finde ich jetzt noch was an Hinweisen? Erste Fassung von Marias Brief an den Detektiv. Was? Mein Vater hat mehr als einen Sohn? Was für ein Unfug. Ich hätte doch wohl bemerkt, wenn ich einen Bruder gehabt hätte, der unter demselben Dach wohnt. Vielleicht war die alte Frau doch nur verrückt. Es fällt mir auch schwer, ihrer Argumentationskette zu folgen. Die Geheimnisse der Familie Hyde, eine Bestie, die Menschen anfällt und sie an einen geheimen Ort verschleppt. Ein weiterer Sohn, der hinter Schloss und Riegel gehalten wird. Was ist das für eine Bestie, von der sie redet? Hatte das alte Weib vollkommen den Verstand verloren? Oder streift sie damals wirklich irgendwas Bestialisches durch die Wände? Das kann ich aber nicht lesen, ne? Das kann man nicht lesen, warum auch immer. This must be the last note. Time to leave. This is just an abandoned house. Something terrible has happened here. I can feel it. The evil here is... I can feel it in my heart. ...has been dead for a long time. And she won't rest until she kills me. Ja. I must get out of here as fast as I can. Machst du doch jetzt. Ganz entspannt im Schleichmodus. Alles cool. Easy peasy. Ich wette,
not safe here. I need to get out of this damn swamp. Psst, sei leise. Mann. Da ist er. What have you seen? Tell me! Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me! Wasn't old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Zylinder kommt. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Wait! Stop! You hear me? Folge dem maskierten Mann. Who are you, for God's sake? If it wasn't my father, then who? And why did he do it? Ich weiß es auch nicht. Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? Haut er einfach weg, hey? Was? Okay. Ich glaube, ich muss auch zum Boot. Und dem folgen. Alle hopp, renn mit dir. Oh Gott, dass das überhaupt noch hält, hey. So, auf geht's. Und weg damit. Was hat Zylinderkopf? Ist es vielleicht mein weiterer Bruder? Könnte er das auch sein? Und der hilft mir? Und es ist gar nicht mein Vater, der mir hilft, sondern mein Bruder. Ich weiß es nicht. Kapitel 11. Ich bin auf dem Grund eines verdammten Brunnens neben meiner Leiche aufgewacht. Ich habe dem Tod ins Auge gesehen. Darüber hinaus habe ich einige beunruhigende Beweise dafür gefunden, dass ich mit Nicholas Hyde verwandt bin. Ich fand sie im Auto eines Sheriffs, den Emma gerufen hatte. Ich habe genug von all diesen mysteriösen und verdammten Psychospielchen. Ich muss es endlich schaffen, Fakten von Fantasie zu trennen. No, fuck, don't do this to me now! Stop! Kapitel 11. Finde einen Weg zur Oberfläche. Die Entführung. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich den Gegenstand. Und jetzt? Warum sind denn da Leichenteile drin? Nimm die Pistole. Oh, was hat er denn gemacht? Was ist denn da los? Was zur Hölle? Son of a bitch! I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages. He wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Okay, geh zum Haus zurück. Oh, alles klärchen. Dann machst du das auch mal. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.